Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Borderlands 2, dem DLC Lilith oder Captain Lilith und der Kampf um Sanctuary oder so. Ja, ich habe jetzt schon 2, 3, 4 oder was weiß ich viele Wochen schon nicht mehr gezockt oder überhaupt irgendein Let's Play hochgeladen. Das soll sich jetzt ändern. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, habe ich das DLC hoffentlich durchgespielt und fertig geschnitten, fertig bearbeitet und kann es euch dann in einem Rutsch präsentieren. Sehr gut. Ich hatte erst überlegt, die Facecam einzuschalten, aber ich habe jetzt schon ohne Facecam angefangen. Daher werden wir jetzt ohne Facecam weiterspielen. Ich habe vergessen, was wir beim letzten Mal machen wollten. Und ich glaube, wir sollten irgendeine Nebenquest machen, einfach um ein bisschen zu leveln, gehe ich mal von aus. Und ich soll Nahrung für Markus finden. Das habe ich schon mal mit Schatzi Mausi zusammen gemacht. Also nicht jetzt hier, sondern generell. Es ist öde. Daher werde ich das wahrscheinlich für euch rausschneiden, weil es ist einfach nur irgendein Item suchen, so wie es in jedem questbasierten Spiel ist. Man sucht irgendwas, man bringt es dann, kriegt dafür Punkte und fertig ist. Die Sprüche sind vielleicht ganz geil. Aber vielleicht wollt ihr es ja doch sehen. Ja, vielleicht wollt ihr es ja doch sehen. Ich weiß es nicht. Ich werde das, glaube ich, spontan entscheiden, denke ich mal. Keine Ahnung, warum ich die Karre nehmen will. Ich bin ja nur alleine. Nein, ist ja auch egal. Einen haben wir ja schon. Zwei müssen wir, glaube ich, noch. Von daher, ja gut. Wenn ihr das nicht seht, dann könnt ihr ja gar nicht hören, was ich jetzt hier alles so erzähle. Wo muss ich denn überhaupt hin? Where I have to go. I don't know. Ja, keine Ahnung. Fahren wir einfach mal hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Sieht richtig aus. Hier mache ich die andere Attacke. Oh, ich bin ausgestiegen. Wie wechsle ich die Waffe? So. Und irgendwas kommt hinter mir. Glaube ich auch. Hau bloß ab, da. Hau bloß ab. Ich habe vergessen, wie die ganze Steuerung geht. Oh nein. Das ist das. Das ist das. Das ist die Karte. F? Oh yeah. Wie ziehe ich denn? Ah. I got it. Oh, ich liege gleich. Thank you very much. Oh, eine Granate geworfen. Yeah, das finde ich auch total genial. Und ja, es ist sehr, sehr laut auf meinem Ohr. Wo ist er? Okay. Ja, ich wollte noch was sagen und ich habe es vergessen. Gut, oder? Das ist doch immer so. Hier unten ist es nicht, wie mir scheint. So. Aber der oben, der geht ja voll ab, der Typ. So, meine Zeit läuft. Ja, ich versuche vielleicht an einem Rutsch aufzunehmen. Und es kann sein, dass ihr vielleicht keine Verabschiedung und keine Begrüßung habt in den Folgen, sag ich jetzt mal. Weil ich jetzt, wie gesagt, versuche... War hier unten nicht auch einer? Ich kann mich daran erinnern, aber wahrscheinlich wird mir das später erst angezeigt. Bin ich hier schon mal Auto gefahren? Das kommt mir irgendwie schwerer vor. Ist. Keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Anscheinend irgendwie da rein oder was? Da rein. Sag das doch gleich. Hier ist aussteigen. Gut, meine Attacke ist auch schon wieder fertig, beziehungsweise mein Action Skill, oder wie sich das heißt.
Oh, jetzt hätte ich fast die Waffe ausgerüstet. Das wollte ich ja nicht. Hier kommst du nicht rein. Idiotenkopf, da. Oh. Wow. Ja, das hat dir getan, oder? Hahaha. Ha, ha, ha. Boah. Auch jetzt ein Goliath. Komm, wir schießen ihm die Birne weg. Beziehungsweise den Helm. Das wird immer so eine gute Idee, das weiß ich nicht. Stirb. Oh, da kommt noch ein Deathwatch-Penner. Sorry. Noch einer. Boah. Mega geil. Das macht Spaß. Hinter mir. Der Idiot rastet voll aus. Immer noch. Da oben haben wir die Werfgranate. So. Was soll? Oh, oh, oh. What? F. Au. Was hat denn jetzt hier? Ach so, hier war ein Pass, ne? Hm. Danke, der Trap. So. Ich will die Hauptquest weitermachen von da. Ach so, da oben. Okay. Ach, da oben ist es so. I see. It. Wie schön. Wie schön sie da immer ihren Roboter da. Lobt und ja. Hau ab da! Cool sieht so aus. Das ist ein Ätzender. Du bist ätzend, hast du gehört? Was verträgt der? Oder was verträgt der nicht? Ich glaube, Feuer verträgt er nicht. Ich glaube, das wollt ihr uns sagen, oder? Gut, ich habe irgendwie Action Packs, kann das sein? Habe ich das jetzt eingepackt? No. Ich zeig dir gleich deine Mutter. Okay, was wollte ich sagen? Ich wollte ja eigentlich sagen, ja, wenn ich das jetzt rausgeschnitten habe, dann hört ihr das ja alles. Hab ich schon gesagt, oder? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Ich weiß auch nicht. Gut, so viel einsammeln kann ich ja eigentlich auch nicht mehr. Da oben ist noch so ein Idiot, aber wir gehen jetzt wieder raus. Komm, wir sind doch eigentlich hier wegen der Hauptquest. Die Nebenquest kann ich ja immer noch so... Aber ich habe sie jetzt gerade angefangen, deshalb wollte ich sie jetzt auch zu Ende machen. Und ja. Hui. Muss mich treffen lassen von dem. Und jetzt. Ich glaube, jetzt kann ich da unten hin. Und Schwachsinn. Wo muss ich hin? Da. Wie mache ich denn nochmal? Ah. Mit F. Hui. Ne, hier. Doch. Ich sehe es schon. Ich sehe es, glaube ich, schon. Ich sehe es nicht. Nee. Ich sehe es nicht. Es ist doch da oben. Nee. Das da. Muss ich doch da hoch. Sag das doch gleich. Ich hatte irgendwie im Kopf, das wäre hier gewesen, aber... Dass wir hier runtergesprungen wären, aber gut. Ja, so fahre ich im wahren Leben auch immer. Ne? Ich habe ja da auch so eine Kanone auf dem... hier. Hui! Und so parke ich auch immer. Beziehungsweise bremsen. Das ist die beste Methode halt. Ne? Geh doch da durch.
Grenade! Na! Boah, ich finde die Waffe mega geil. Keine Ahnung, die ist vielleicht ein bisschen... Also der Schwache ja eigentlich auch nicht. Ich finde die eigentlich gut. Mir gefällt die gut. Es ist eine Pistole. Oh, da liegt Iridium. Nimm das. So. Hat sich da gerade einer versteckt? Bursche. Ach so. Deswegen habe ich gedacht, das wäre unten. Na gut, okay. Ist egal. Hui! Da ist es. Hau ab! Hör auf damit. Ja, ich weiß, hinter mir sind Skags. Aber dann schieße ich in die Fresse und dann wartet auch. So. Und ihr hört jetzt mal auf. Oh, der hat das gefressen. Du Sau. Noch einer. Bin ich voll? Nee, wird schon sein. Okay, wir hätten jetzt das ganze Futter für die Mutter. Und wir bringen es jetzt zu Marcus. Und nicht zu unserer Mutter. Der war schlecht. Ich weiß. So, und dann geht's weiter mit der Hauptquest. Würde ich so behaupten. Na, wenn ich jetzt an diesem blöden Auto vorbeikomme, heißt es. Vielleicht nicht. Uah, das war vielleicht ein bisschen knapp. Genau, fahr da runter. Ah, unsere Karre steht da oben. Wir holen die mal eben. Uiuiuiui. Ah, einmal überfahren, wären wir sofort tot. Na gut, ich spawn vielleicht direkt da um die Ecke und verliere keinen Fortschritt, aber Kohle halt, ne? Das ist schon ein bisschen ärgerlich. War das hier? Da. Ja. Woran ich mich noch alles erinnern kann. So. Okidoki. Marcus, ich hab dein Essen. Tälst du davon? Hi. Ah, gut. Wenigstens werde ich nicht verhungern. Aber jetzt muss ich mein Essen vor Fremden beschützen. Und vor Earl. Bring mir eine Waffe, irgendwas Großes, einen Raketenwerfer oder sowas, damit sich meine Feinde vor Angst in die Hose machen. Und Earl auch. Ich hab vor gar nichts Angst. Außer vor Wartebällchen. Ich hasse dich. Kauft Marcus einen Raketenwerfer. Tun wir das. Ich hab mich... Ah, jetzt sag ich euch gleich. Ich kann gar nichts anderes machen. Ich kann die nur hauen. Hm, ich habe gedacht, ich könnte jetzt Marcus. Ich habe einen Schlag abgekriegt. Oh. Hau das Ding doch jetzt mal kaputt. Gibt's doch nicht. Ja, komm mit. Ich habe einen Ort, wo du leben kannst. Was passiert ist, ist passiert. Um ehrlich zu sein, bin ich ganz froh, daraus zu sein.
Die Bude hat übelst nach Katzenpisse gestunken. Und da waren gar keine Katzen. Außerdem kann ich nicht lange sauer auf dich sein. Du bist doch mein bester Kunde. Ja, natürlich. Okay, Earl. Ja, das ist wohl das Beste. Okay. Enter. Hey, danke. Du bist ja scheinbar doch zu irgendwas gut. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss Sachen machen. Allein. Ich muss Sachen machen. Kehre zum Backburner zurück. So, okay. Jetzt muss ich mal gerade mal kurz gucken. Wo ist denn jetzt hier meine... Da. Ach so, das sind diese ganzen... Das sind die ganzen Quests von den anderen, ne? Wie kann ich denn da wechseln? Hier? Edda. Ach du meine Güte. Der Cup of Sanctuary. Das wird das Status. Ah ja, hier. Okay. Infiltriere mir Claptrops Hilfe Heroes Pass. Du musst Hans und Jack finden. Ach so, nee, das ist doch von dem Hauptspiel, oder nicht? Okay, also wir sind auf jeden Fall Schützenhilfe. Wir müssen zum Backburner zurück. Mit Tennis Hilfe hast du Mordecai auf dem Weg zu Cassius Labor gefunden. Ich wollte... Wie kann ich denn... Ah, okay. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich in einen... Rankenfreak verwandelt. Oh, ach so, ja, stimmt, der hat sich ja. Inpizzeriterino. Keine Ahnung, ob ich das so gesagt habe. Ist auch egal. Komm mit, Max. Deine Karten sind vielleicht nicht sicher, verlässlich oder billig. So. Oh, was machen die denn da? Oh, da geht's auch durch. Ja, es gibt wahrscheinlich noch einiges zu entdecken und vielleicht kriege ich das heute gar nicht durch. Ich muss da wahrscheinlich noch 2, 3 Tage dranhängen, wa? Hör auf damit! So. Oh, das war blöd, oder? Wow! Genau. Waltet eures Amtes. Ihr macht das schon. Alles klar. So. Eieieiei. So, ich bin da. Abschluss. Das heißt, ich muss mit Lilith reden. Gut. Ich bin hier runtergefallen. Gut, dass wir keine Ausdaueranzeige haben oder so. Wir rennen können ohne Ende. Yo, Killer, hier drüben. Yo, ich bin schon da. Mordecai! Hey, Mordecai wieder. Mordecai ist infiziert und Cassius könnte deine einzige Hoffnung auf Heilung sein. Möge Gott dir beistehen. Jo. Wir müssen das Tor irgendwie aufbrechen. Cassius ist unsere einzige Chance, Mordecai zu retten und Sanctuary zurückzuerobern. Britannium ist echt solides Zeug, Lil. Wir brauchen eine Höllenwaffe, denn was wir hier haben, wird nicht reichen. Jo, Lilith. Was ist mit der Helios Moonshot? Ja, das könnte funktionieren. Bandit, du hast eine Weile auf Helios gelebt. Denkst du, wir können die Moonshot-Kanone zum Laufen bringen? Oh ja, total. Aber nur damit du es weißt, um Helios von innen zu sehen, muss man erst durch die Burrows. Hab Spaß und stirb nicht! Ich mag es nicht, Jacks Waffen zu benutzen, aber wenn es uns hilft, kann ich damit leben. Oh Mann, das ist aufregend! Die Burrows zu überleben ist ein Banditenritual! Weißt du was? Wenn du es schaffst, kannst du mein Vize-Kriegshäuptling sein! Ja, geil! Ja.